Als Hörer dieses Kanals gehörst du sicher zu den Menschen, die sich mit sich selbst auseinandersetzen, die an ihren Beziehungen arbeiten. Kurzum, ein Mensch, dem persönliche Weiterentwicklung wirklich ein großes Anliegen ist und der sehr viel dafür tut. Die eigentliche Wahrheit ist, das ist eine Illusion. Ziemlich ein hartes Statement, Robert. Wie kommst du auf das? Der Psychoanalytiker Sigmund Freud, der österreichische Psychoanalytiker, hat am Anfang seiner Lehrenlaufbahn gedacht, dass der Mensch primär nach Lust strebt. Je länger er eigentlich diese Psychoanalyse entwickelt hat, desto mehr ist er draufgekommen, dass der Mensch eigentlich Unlust vermeiden will. Machen wir es mal konkret. Was bedeutet das? Was bedeutet Lust? Was bedeutet Unlust? Um was geht es da Ja, genau? Lust ist, wenn ja zum Beispiel, ob das jetzt eine sexuelle Lust ist, eine Ja. sinnliche Lust ist, irgendwas essen oder ein kurzer Triebimpuls, da ärgert man wäre und dann konnte gleich eine reinhauen etc. Das wäre Lust. Das wäre durchaus Lust, ja genau. Ja, okay. Unmittelbare Bedürfnisbefriedigung, reagieren auf das, was in mir drinnen ist, das wäre Lustbefriedigung. Und Unlust wäre dann sozusagen ein Video bis zum Ende anzuschauen, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwieriger ist vom Thema her Und herausfordernd ist, und genau. herausfordernd ist, ja. Ja, also Unlustvermeidung ist ja nicht schlecht. Das ist einfach ein pragmatischer Weg, sich sozusagen durchs Leben zu schummeln. Aber der Nachteil ist, wenn wir es nicht aushalten, dass wir, wenn wir ins Ja. Ungleichgewicht kommen, da dran zu bleiben, dann haben wir ein Problem. Also, was muss jetzt noch mal kurz zusammen? Also, Freud hat zuerst geglaubt, es geht uns um Lust, also wir wollen Dinge tun, die uns Spaß machen, die für uns angenehm sind. Freude machen, ja. Und dann ist er eigentlich im Laufe seiner langen therapeutischen Tätigkeit draufgekommen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass wir eigentlich viel mehr versuchen, die Dinge zu vermeiden, die für uns unangenehm, schmerzhaft, Genau. frustrierend und so weiter Also sind. wir kommen ja häufig mit Gefühlen in Ja. Kontakt, wenn wir so im Leben stehen, die irgendwie unangenehm sind. Ein praktisches Beispiel, der Partner, Partnerin interessiert sich plötzlich für einen anderen, eine andere und dann kommen Selbstzweifel hoch. Bin ich Ja. nicht gut genug oder verlässt er mich oder was auch immer. Und was macht sie dann zum Beispiel? Sie geht auch hinaus in die Welt, will dieses unangenehme Gefühl wegschieben, sucht sie vielleicht auch eine Außenaffäre, um das sozusagen auszugleichen und dann geht es ihr vordergründig wieder gut. Oder sie macht ein Riesendrama und überhäuft den Partner mit Vorwürfen oder er, es Genau. kann ja von beiden Seiten Ja. sein, um nicht zu spüren, wie verletzt, wie hilflos, wie sehr sie eigentlich die Kontrolle verloren hat. Genau, also bei den Vorwürfen ist generell Ja. so, glaube ich, dass Vorwürfe meistens eine Abwehr sind von anderen Gefühlen. Das heißt, ich gehe vordergründig in die Attacke, will aber vermeiden, wie geht es mir eigentlich wirklich. Also man ergießt sich zwar in Vorwürfen und lenkt ab von sich, aber es löst eigentlich das Problem innen nicht. Du hast es gerade gesagt, ja, Ablenkung, Thema Ablenkung. Würdest du dann sagen, dass jede Form der Ablenkung eigentlich eine Form der Unlustvermeidung ist? Wenn es wirklich eine Ablenkung ist, ja, Ja, würde ich sagen, ja. ja. Aber ist es dann immer schlecht? Also, Na, was jein. spricht dagegen, dass man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, man geht in die Therme, man geht ins Kino, man geht gut essen, das wäre ja alles irgendwie eine Form Man der darf natürlich das Ablenkung. Leben genießen, aber ich Ja. muss mal schauen, gibt es jetzt irgendein Problem, das es zu lösen gilt oder nicht? Wenn ich jetzt sage, wir waren gestern auch in der Therme und haben es Ja. genossen, aber es geht uns ja gut. Und wenn ich jetzt in die Therme fahre oder irgendwie mich ablenke oder ins Kino gehe oder am Putz mache, Party mache, Stimmung mache, dann sollte ich mich den Dingen widmen, die eigentlich anstehen, weil die bringen mich wirklich weiter. Und häufig verwechseln wir das, ja, es soll mir doch gut gehen. Ja, natürlich darf es einem gut gehen. Aber wenn ich mit dem sich in Aktivitäten stürzen ein aktuell anstehendes Problem nicht knacke, dann habe ich ein wirkliches Problem, weil es eben nicht geknackt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt schon einige wegklicken wollen, weil sie sagen, ja, Moment einmal, das ist ja trotzdem praktisch Spaßverderber und warum, wenn mir das doch hilft, warum soll ich das dann nicht machen? Es ist doch was Angenehmes, was Schönes, dadurch ist mein Leben wieder glücklicher. Was spricht wirklich auf lange Sicht gegen die Ablenkung als Form der Problemlösung? Ich sage es mal so, wenn es ein wirkliches Anliegen ist, kritisch mit sich selbst umzugehen, sich weiterzuentwickeln, dann ist die klare Antwort, dann darfst du Probleme nicht wegschieben durch Ablenkung, sondern musst versuchen, diese anzugehen und sie zu lösen. Beziehungsweise ist ja einfach auch das Problem, dass es auf lange Sicht halt dann trotzdem zu Problemen kommt. Also halt Genau. Themen, denen man sich nicht stellt, die kommen ja dann wieder erneut hoch,
Genau. Vielleicht in einem anderen Gewand, aber trotzdem kommen sie einfach immer wieder. Genau, nehmen wir das klassische Beispiel. Er betrügt sie und sucht sich eine andere Frau und sie ist dann gekränkt, setzt sie mit dem Schmerz nicht auseinander und sucht möglichst schnell einen neuen Partner. Ja. Dann kann man mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Probleme, die die beiden nicht gelöst haben, in der nächsten Beziehung wieder genau so da sind, wie sie vorher wie man vorher versucht hat, wegzurennen davon. Ja. Wir haben ja mal so dieses Stichwort gehabt, dass wir eigentlich nicht Bewegung, sondern Stagnation suchen. Also das heißt, unser vordergründiges Bekenntnis jetzt, okay, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen wirklich dazulernen und so weiter, das stimmt ja nur zum Teil. Genau, das ist so ein gefährliche Halbwahrheiten oder eben Illusionen. Das heißt, natürlich wollen wir uns irgendwie weiterentwickeln, aber es soll doch im Wesentlichen leicht gehen. Man müsste euch ein bisschen gemütlich haben. Nicht? Und dieses gemütlich haben wollen, verführt uns, dass wir uns nicht in der Intensität auseinandersetzen mit uns, wo es wirklich heiß wird, wo wir an Schmerzen kommen und an Minderwertigkeitsgefühle, an Schamgefühle, an Schuldgefühle, an Ohnmachtsgefühle, an Traurigkeit, an unterdrückte Wut etc. Das wollen wir nicht wahrhaben. Und wenn wir da wieder durchgehen und weitergehen, dann kommen wir nicht zu einer tieferen Beziehung zu uns selbst und damit haben wir auch keine Chance, eine tiefere Beziehung mit anderen Personen einzugehen. Ich möchte jetzt eigentlich nur mal den Fokus drauf lenken, weil du hast gesagt, es soll ein bisschen gemütlich sein, aber eigentlich geht es ja um was Tieferes. Man versucht eben wirklich Schmerzen eigentlich aus dem Bewusstsein zu drängen und sich nicht damit auseinanderzusetzen. Also es ist jetzt gar nicht so stark die Gemütlichkeit, also natürlich auch, wir sind einfach relativ faul oft einfach, sondern es geht einfach auch ganz stark darum, dass praktisch diese Ablenkung, und das kann eine positive Ablenkung sein, also das heißt, irgendwelche Events zu besuchen, irgendwelche tollen Dinge zu tun, oder es kann eine negative Form der Ablenkung sein, also indem ich eben ein Riesendrama inszeniere, schreie, wüte oder was auch immer. Oder in irgendeinen Computersuchmodus verfalle. Genau, super. Aber beides dient eigentlich der Schmerzabwehr in den häufigsten Fällen. Magst du vielleicht noch was sagen, was ist wirklich notwendig in der Auseinandersetzung mit Schmerzen und warum ist das notwendig? Also grundsätzlich ist es so, wenn wir jetzt aus der Balance kommen, in Disbalance sind, dann rate ich, diesen Zustand einfach aufrechtzuerhalten, dass man nicht gleich wieder versucht, das wieder vordergründig zu harmonisieren, sondern einfach in diesem schrägen Ungleichgewicht zu verharren und mal hineinzufühlen, was ist denn da alles da? Und wenn ich das ausreichend gefühlt habe, dann merke ich, das sind die eigentlichen Themen, die dahinter stecken. Und dann kann ich mir es anschauen. Also diese Spannung einfach mal auszuhalten. Das ist auch dieses Frustrationstoleranzthema, was wir schon mal hatten. Nämlich Ich-Stärke, Frustrationstoleranz korreliert sehr stark. Das heißt, je mehr es mir gelingt, auch mal auszuhalten, dass mir nicht so gut geht. Wohl wissend, wenn ich dranbleibe, komme ich zu den tieferen Gefühlen und kann sie dann auch lösen, weil ich sie kenne und wahrnehme. Und das Schöne an den Gefühlen ist ja, sie haben die Fähigkeit, sage ich mal, das wohnt sozusagen den Gefühlen inne, dass sie einen Selbstheilungsprozess einleiten. Und wir wollen oft nicht tief genug fühlen, wenn wir glauben, dann geht es mir ganz schlecht. Und die Wahrheit ist, dann merkt man, so schlimm ist es gar nicht. Ich halte das sehr wohl aus und es kommen wieder andere Gefühle hoch, vielleicht motivierendere, positivere, die erst dann hochkommen können, wenn das ausreichend gefühlt wurde. Also zum Beispiel, man könnte da sagen, dem Tiger der Angst die Zähne ziehen, oder? Genau. Indem ich ihn in die Augen schaue und sagen, und praktisch nicht mehr auslasse. Okay, da gibt es eine Wut, eine Unterdrückte, eine Traurigkeit, einen alten Schmerz. Und dem stelle ich mich. Ja. Und dahinter steht natürlich auch das Konzept, ich glaube, wir haben es schon mal erklärt, das Konzept der Reinszenierung. Magst du das nur kurz erklären? Ja, Reinszenierung bedeutet, wenn etwas in der Vergangenheit passiert ist, dessen ich mir nicht mehr so bewusst bin, dann reinszenieren wir ein ähnliches Thema in unserem gegenwärtigen Leben. Das heißt, wenn sich etwas im gegenwärtigen Leben neu inszeniert, ein altes Thema, das mir aber nicht mehr bewusst ist, dann kann ich aufgrund dieser Reinszenierung hinschauen, was das eigentliche Thema von früher ist. Also ich merke es im gegenwärtigen Leben, wo vielleicht ein altes Thema offen ist. Also wenn ich zum Beispiel immer wieder an eine Partnerin gelange, die mich verlässt, dann gibt es vielleicht in der Kindheit ein Verlassenheitstrauma, dem ich mich noch nie gestellt habe. Und jetzt wähle ich mir vielleicht immer wieder Partnerinnen, die mich verlassen oder die nicht ernsthaft an einer Beziehung interessiert sind. Das ist natürlich jetzt die verrückte Frage, warum wählt man sich immer wieder so jemanden eigentlich? Das Tolle an der Reinszenierung ist, es führt uns sozusagen zwangsläufig
zu dem alten Schmerz zurück, weil dort noch sozusagen eine Rechnung offen ist. Aber das heißt, das Unbewusste will das auch erkennen. Will es erkennen und will es auch sichtbar machen. Also das Sinn der Reinszenierung ist auch das Sichtbarmachen eines alten Themas. Ja. Ist bei diesem Element, ist da trotzdem jetzt auch dieser Wunsch nach Stagnation eigentlich drinnen? Wir müssen auf die Stagnation noch genauer eingehen. Ja, nein. In der Inszenierung steckt natürlich jetzt der Wunsch nicht nach Stagnation, sondern nach Evolution, nach Weiterentwicklung drinnen. Ja. Aber wir neigen dann dazu, wenn das irgendwie hochkommt, jetzt bin ich verlassen worden, wir fliehen uns in die Trauer und spüren vielleicht immer wieder passiert mir das, die Frauen betrügen mich und verlassen mich, ich bin so arm. Und wir stellen uns sozusagen nicht dem Schmerz, sondern wir klagen vielleicht an und sagen, die blöde Tussi, die Betrügerin oder was auch immer. Und wenn ich mich aber den Schmerz stelle, dann komme ich vielleicht dahin, wo es wirklich wehgetan hat und merke, okay, da gibt es vielleicht ein altes Thema der Schmerzvermeidung, weil ich halt vielleicht von der Mutter verlassen wurde mal, die kommt ins Krankenhaus und ich bin alleine zu Hause und ich bin vielleicht noch ein Kleinkind und sehne mich nach der Mutter. Und das ist ein alter Schmerz, der nicht verdrängt wurde. Man wollte das nicht wahrhaben. Und dann inszeniere ich in der Gegenwart zum Beispiel solche Verlassenheitsdramen, um diese alte Wunde nicht mehr zu fühlen. Jetzt können wir aber in der Gegenwart diese alte... Beziehungsweise ist es ja schon so, dass wir es auch in der Gegenwart inszenieren, weil wir hoffen, dass jetzt endlich jemand kommt, der uns eben nicht verlässt. Der Verlässlichkeit ist. Ja. Und als Erwachsene können wir erstens mehr gestalten, wir sind kein abhängiges kleines Kind mehr, sondern wir können als Erwachsene durchaus unser Leben mehr gestalten und sagen, wie kann ich mir das Leben so gestalten und auch in der Partnerwahl einen genaueren Blick kriegen auf Menschen, die eben eine gewisse Commitment-Fähigkeit haben, zum Beispiel in einer Beziehung, dass ich wähle mir dann nur noch Partnerinnen, die jetzt nicht einen Lebensabschnittspartner suchen oder halt generell am Rumgustieren sind, sondern die innere Einstellung haben, ich will es auch im Grunde eine langfristige Beziehung. Und das kann ich als Erwachsener irgendwie prüfen und irgendwie auch abchecken, wenn ich halt halbwegs mit meinen Sinnen in Kontakt bin und mit meiner Wahrnehmung. Ich möchte jetzt noch einmal darauf zurückgehen, auch auf die Gefahr hin, dass wir es jetzt wiederholen. Aber ich glaube, es ist einfach so wichtig, dass man es wirklich versteht. Auch Opfer, also das Gefühl, Opfer zu sein, kann eine Form der Ablenkung sein, oder? Genau, absolut, ja. Wovon lenke ich mich ab, wenn ich immer wieder dieses Opfersein reinszeniere? Vor einer Lösung. Also die Lösung liegt ja nicht, dass ich die Dramen immer wieder und wieder wiederhole, sondern dass ich das Drama erkenne, an seiner Wurzel packe, auch weiß, okay, es kommt eigentlich von einem alten Verlassenheitstrauma zum Beispiel her aus der Kindheit, aus der frühesten Kindheit. Und dann kann ich mich der Situation stellen und merke zum Beispiel, dass ich als Erwachsener ja mal grundsätzlich nicht mehr so abhängig bin, als Beispiel, wenn wir da bleiben bei dem, wie ein Kind von der Mutter, sondern dass ich Erwachsener durchaus mein Leben selbst gestalten kann. Und alleine diese Erkenntnis wird dazu führen, dass ich nicht mehr in diese Abhängigkeitsgefühle hineingerate, dass ich merke, okay, wenn sie geht, heißt das ja nicht, mein Leben stürzt zusammen, weil ich kann mein Leben selbst gestalten, mal grundsätzlich, ja. Beziehungsweise lenkt sie das Opfer natürlich auch davon ab, einerseits dieses Gefühl wirklich in seiner vollen Tragweite zu spüren. Genau. Also weil wenn ich mich jetzt als Opfer fühle, dann kann ich mir ja selbst gleich auch Mitleid geben oder ich bekomme auch sehr viel Mitleid vom Außen. Und das noch Schlimmere ist ja vielleicht tatsächlich Opfer zu sein und einfach mal dieses Gefühl der Hilflosigkeit, des Verlassenseins in seiner vollen Tragweite zu ertragen. Also als Opfer schiebe ich ja das Gefühl trotzdem schon, also ich packe es eigentlich mehr oder weniger in einen Wattebausch ein. Also das Gefühl ist noch da. Mhm. Also auch wenn ich mich als Erwachsener, als Opfer fühle, geht es mir ja nicht gut. Ja? Mhm. Also ich leide ja sehr wohl. Aber gleichzeitig ist es nicht so schlimm, wie dieses ursprüngliche Gefühl war als Kleinkind, wo ich vielleicht völlig ausgeliefert war und wirklich diese Kontrolllosigkeit erleben habe müssen. Mhm. Genau. Also die Ohnmachtsgefühle des Kindes sind eben die Ohnmachtsgefühle des Kindes. Yeah. Und der Erwachsene ist aber fähig, ihr Leben selbst zu gestalten, im Wesentlichen. Mm-hmm. Und meistens ist, weil die alte Wunde nicht gefüllt wurde, gehen wir da gar nicht mehr hin und kommen gar nicht zu dem Punkt, okay, wo könnte ich denn jetzt als Erwachsener aus dem Kinder-Ich rausgehen, Verantwortung übernehmen und mein Leben einfach grundsätzlich mal wieder in die Hand nehmen. Yeah. Also ich merke bei mir selbst oft so, dass ein Grund, warum ich das nicht mache, ist, weil ich damit ja auch ein bestimmtes Recht aufgebe. Mhm. Welches Recht? Ja, wenn ich eben zum Beispiel das Recht, mich als Opfer zu fühlen und das Recht,
jetzt endlich das von jemandem anderen zu bekommen, was ich mir damals gewünscht habe. Und auch habe. Zu fordern. Genau. Zu fordern, ja, genau. Genau. Also in dem Beispiel eben mit dem, erst werde ich immer wieder betrogen, wie ich vorher erzählt habe, dann kann ich von anderen ja Treue verlangen. Ja. Ja? Und das ist sozusagen ein Recht, auf das ich beharre, aber man könnte auch in der Partnerwahl genauer sein und sich Frauen wählen, die von vornherein zum Commitment fähig sind und da brauchen nicht immer dieses Opfer-Klagespiel spielen und wählen einfach mal eine gescheite Partnerin. Ja. Also ich habe immer nur diese Rechnung offen und fordere das regelrecht ein vom anderen. Wie damals von der Mama, weil die war so gemein und war nicht da für mich. Ja. Empfindet das Kind nicht. Ja. Und der Erwachsene könnte ja verstehen, okay, sie war im Krankenhaus und konnte nichts dafür. Und also man erlebt ja einfach auch in seiner Kindheit wirklich Dinge, die von der Tragweite sehr schlimm sind und sehr vernichtend, könnte man wirklich sagen. Genau, traumatisierend. Also, das wirklich zu erleben, dass einfach niemand da war. Und das halten wir ganz schwer aus. Also da haben wir heute noch das Gefühl, das zerstört uns und dennoch müssen wir uns einfach dem stellen. Genau. Also wenn ein Erwachsener, ich sage mal bewusst mein Lieblingsbeispiel, wenn ein Erwachsener nicht fähig ist, 3 Wochen lang auf eine einsame Hütte zu fahren, am besten ohne Hände oder nur mit den Händen, wo ich einmal eine Nachricht an die wichtigen Personen schreibe, alles klar, bitte nicht zurückschreiben. Und auch keine Bücher mitnehmen, auch nichts zum Schreiben mitnehmen, sondern nur in der Natur Zeit verbringt. Okay, zum Schreiben würde ich ehrlich gesagt schon mitnehmen. Ja, aber kann man was zum Schreiben mitnehmen, also in dem Sinne nicht scheitern. Um die Prozesse reflektieren zu können. Ja, aber es ist gar nicht so wichtig, in dem Moment zu reflektieren, sondern nur kurze Notizen zu machen und einfach mit sich selbst alleine zu sein. Und ein Mensch, der das nicht kann, ist nicht reif, ist keine gereifte Persönlichkeit. Du versuchst gerade die Ebene der Reflexion ein bisschen nach hinten zu rücken, um stärker in dieses Erleben der Gefühle exakt um zu das geht's. Kommen. Also ich würde reflektieren, natürlich, aber erst danach und vielleicht noch ein paar kurze Notizen machen, damit ich nicht wieder mit dem Schreiben der Beschäftigung abgelenkt bin. Also dass man vom Fühlen in den Kopf geht praktisch. Da geht es ums nackte Sein. Also einfach zu sagen, ich bin alleine mit mir und zu merken, es ist nicht so schlimm, ich bin durchaus erträglich, mir ist nicht langweilig, ich habe vielleicht kreative Gedanken, die hochkommen, ich genieße die Natur. Also natürlich. Wobei ja am Anfang ist es sehr wohl schlimm. Es darf auch schlimm sein am Anfang, aber wenn das ein Dauerzustand bleibt, ist etwas in der Persönlichkeit nicht gelöst. Ja. Ganz und, klar. Und mit diesem Test kann man ja oft auch Menschen relativ leicht entlarven, die sagen, ja, es geht mir doch gut, ich lebe doch ein tolles Leben, ich habe so viele Freunde, ich bin permanent unterwegs und so weiter. Also genau. Und die Einsamkeit zeigt eigentlich, wo steht der Mensch wirklich? Ist er mit sich im Reinen oder ist er noch im Unreinen? Gibt es Themen noch, die offen sind? Weil die kommen sicher hoch. Okay, versuchen wir es jetzt trotzdem nochmal zusammenzufassen, weil ich finde, dass das jetzt nicht so ein einfaches Thema ist. Ja. Also das Thema ist, wenn man glaubt, praktisch man ist permanent dran, sich weiterzuentwickeln, dann muss man sich eingestehen, weil das einfach was sehr Menschliches ist, dass wir alle versuchen, einfach ein Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, eigentlich kein Ungleichgewicht in unser System zu bringen, unsere Komfortzone sozusagen sicher zu halten. Und wir wollen es gleich wieder stabilisieren. Ja. Also der große Fehler ist, dass man das nicht eine Zeit lang aushält und versucht gleich wieder in die Balance zu kommen. Ja. Wenn man das eine Zeit lang aushält, passiert das von selbst. Und das können sich die wenigsten vorstellen, weil sie nicht lange genug in den Zustand verweilen. Also ich bin selber das praktischste Beispiel. Ich habe das lange Zeit gemacht und ich würde mich halt sehr gesentert bezeichnen, sehr zufrieden bezeichnen. Und könnte auch 3 Monate wahrscheinlich auf so einer Hütte sein, ohne dass man langweilig wird. Ich könnte es genießen, ich könnte auch mich selbst genießen sozusagen, mich wahrnehmen, in dem wer oder was ich einfach bin. Und das stört mich nicht. Aber du bist dazu eben wirklich in die Tiefen runtergegangen. Ich bin in die Tiefen runtergegangen. Ja. Ich habe mit diesen alten, scheinbar vernichteten Gefühlen, zum Beispiel des Verlassenseins gestellt, der Traurigkeit gestellt, den Ohnmachtsgefühlen. Also gerade, wenn man in die Kindheit reinschaut, merkt man, wo gibt es Zustände, wo habe ich mich ohnmächtig gefühlt, wo habe ich die Kontrolle nicht gehabt. Ja. Und das sind ja sehr vernichtende Gefühle. Und die sind auch als Erwachsener zuerst einmal vernichtend. Sind als Erwachsener auch zunächst vernichtend, nur sind es ja meistens eben Gefühle, die zum Kind gehören, weil der Erwachsene ja gestaltungsfähig ist. Ja. Das Kind ist nicht gestaltungsfähig. Das ist einfach tatsächlich in der Abhängigkeitsverhältnis von den Eltern. Also das heißt, wenn man das eine gewisse Zeit lang aushält, dann passiert plötzlich wirklich ein kleiner Quantensprung. Ein Quantensprung, es heilt. Es heilt und das passiert durchaus oft spontan oder auch in einem Prozess, je nachdem. Und plötzlich ist das Thema gegessen und es ist nicht mehr so bedrohlich, wie es in unserem Kopf ist. Und im Kopf ist deswegen so, weil die Verbindung ist zu früher, zu diesen ursprünglichen unangenehmen bis dramatischen Erlebnissen. Und die Stagnation versuchen wir so lange aufrechtzuerhalten, wie wir uns diesen Gefühlen nicht stellen wollen. Genau. Oder?
durch alle möglichen Tricks versuchen wir praktisch eigentlich Bewegung zu verhindern. Mhm. Und selbst dann, wenn man eigentlich ein ganz dramatisches Leben lebt, also wo jetzt vordergründig ja sehr viel Bewegung mhm. passiert, ja, oder vielleicht ganz viel Konflikte innerhalb der Beziehung sind, es kann trotzdem eine Form sein, nicht eine Etage tiefer zu gehen. Das ist das Entscheidende genau. eigentlich. Und wir suchen meistens in dem gute Gefühle ja. durch Kicks oder wollen gewisse Unlust, die eben dieser Prozess, sich mit den negativen, unangenehmen Gefühlen auseinanderzusetzen, ja. bewirkt, zu vermeiden. Ja, genau. Und da aber, ich muss es noch einmal betonen, ja. wir haben es jetzt zwar oft gesagt, aber mir ist es so wichtig, dass das rüberkommt. Also die Ablenkung kann sein mit angenehmen Dingen, also Internet surfen, Fernsehen gehen, was auch immer. Also ihr versteht schon, auch mit Essen natürlich ganz stark. Oder es kann auch mit vordergründig unangenehmen Gefühlen sein. In den häufigsten Sachen sind es dann Konflikte in Beziehungen. Ja. Genau, in Beziehungen geht es ja. hauptsächlich darum, dass man sagt, ich traue mich mal in den Konflikt hineinzugehen und halt mal die Spannung oder das Unterschiedliche aus. Ja, oder ja. Und löse es nicht, indem ich den Partner für alles verantwortlich mache, ihn mit Vorwürfen überhäufe oder mich halt als ganz armes Opfer fühle. Also, das heißt, es gibt, ihr merkt es schon, es gibt ganz viele Formen der Ablenkung und wichtig ist, die zu entlarven. Zu erkennen, ja. zu entlarven und zu vermeiden. Ja. Und das auszuhalten. Also die Spannung auszuhalten. Ja, ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt es jetzt bis jetzt durchgehalten. Es war jetzt ein bisschen länger, aber es ist ein ganz wichtiges Thema und wir freuen uns, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Tschüss, Baba. Tschüss.